So, müssen wir dort hoch oder wie? Oder wo müssen wir hin? Ich werde es mal versuchen, hinzukommen. What? Oh, that's all right, honey. Something got into Mommy's eye, that's all. You be a good little girl and go to sleep. Daddy's working, so we can't disturb him. Mommy has to go downstairs and take a bath. I love you. More than a wife, she was first and foremost his muse. Her beauty and talent drove him. After the accident, she became a burden. A disgusting monster screeching out from her bed. An anchor weighing him down. Alter Schwede, das war ihm, glaube ich, eine ziemlich gute Information, ne? Das war ja genau das, was ich immer vermutet hatte. Weil die Frau, die hat doch da ein Feuer miterlebt in irgendeiner Mall, da wo sie musizieren musste und sollte oder musiziert drinne hat. Und wahrscheinlich, ja, war sie dadurch dann eben durch die Verletzung, durch die Verbrennungen bettlägerig geworden. Und der Mann hätte, oder ja, der Mann hat sich halt um ihr gesorgt und gekümmert, weil sie das alleine dann eben nicht mehr hätte packen können. Das ist ja nicht verkehrt. Siehst du, das hatte ich mir zwar so schon irgendwie mal, möchte sagen, im Hauptspiel hingelegt, aber ja doch, dann deckt das DLC hier, das Inheritance DLC, doch ein bisschen was mehr noch auf. Die ganzen Fragen, die da irgendwie dann eben noch ja zurückblieben, ja. Ich werde mal eben hier noch was trinken, eingießen. Bloß nicht zu sehr sprudeln. Hier steht lauter technischer Schissel rum. Das ist nicht gut, wenn das feucht wird. Und wir sind zurück im Haus. Da liegt ein Bildchen. Nee, da liegen mehrere Bildchen auf dem Schreibtisch. Ich werde mal eben was trinken kurz. Und ich weiß nicht, ob die Tochter nun, die wir ja hier sind, gerade wieder zurück im alten Haus, ob die denn eben so einen Gnatz auf die Mama gehabt hat, weil das so ein komischer Unterton hatte, das da eben gehabt, ja? War da eben mit beigemengt. Bei der Aussage von ihr selbst. Ein Bildchen, ja. Ein Bildchen, ja. Und eingesackt, ja. Eingesackt. Okay. Also, je nachdem, wo wir hier hinkommen, glaube ich, im Haus selbst, wird dann eben eine mehr oder weniger lange Erinnerung hervorgerufen. Hatten wir ja zuvor hier vorne auch, glaube ich, mit dem Hund gehabt, bevor wir jetzt die Erinnerung hier, die ein bisschen was länger eben war, da eben miterlebt haben. Und da im Keller schon? Nee, lasst uns mal erstmal oben fertig machen. Hier haben wir ja sicher noch ein paar Räumlichkeiten, wie zum Beispiel das Kinderzimmer. Wo ist denn das überhaupt? Das muss doch ebenfalls hier oben gewesen sein. Ich dachte immer, das wäre hier. Aber hier ist das nicht. Also hier dann. Hier war doch, ich glaube, war das hier? Na klar, mit dem Geländer hier noch zwischen. Und dann war hier noch eine Tür. Da, wo er, ich glaube, das ist doch hier der Raum gewesen, wo er da das Bild, also, oder den ganzen Bilderhaufen da verbrannt hatte, im Hauptspiel dann zum Ende hin. Oh, hier sieht das aber auch übel aus. Und wieder solch gruseliges Bild. Was soll das darstellen? Feuer oder wie? Da im Hintergrund immer. Dann dat, die kleine Tochter irgendwie das Gesicht beschmiert. Da kommt man nicht rein. Ach, das ist Tapete. Hier hat es gebrannt oder wie? Nee. Sonst sähe ja die Tür auch anders aus.
Hier vielleicht. Ja, da kommt man noch rein. Das ist doch hier das Schlafzimmer. Ach ja. Wollte sagen, das Studio, aber das Studio, das ist ja unten. Oh Mann, was wird uns hier drin erwarten? Hier ist aber ziemlich finster auch drinnen, ne? Dann mit dem Grammophon, das hatten wir ja auch im Hauptspiel schon gehabt. Da haben wir noch eine weitere Zeichnung. Und auch hier wieder ein Bild. Ja, da liegt die Frau dann eben im Bett. Ich denke mal, die wird dann eben aufgrund der schwerwiegenden Verletzung bettlägerig geworden sein. Und der Mann, der hat sich drum gekümmert. Und gerade weil die Frau wahrscheinlich alle Furznase lang da irgendwie geklingelt oder geläutet hat mit so einer Glocke oder sowas vielleicht. Da ging es den Mann schon oftmals sehr doll auf den Senkel auch. Möchte meinen, also so zumindest habe ich es da eben rausgehört. Ja, von der Tochter dann eben. Und die Tochter, ja, die sitzt da hinten im Schrank drin und hört das mit an. Hat sie sich hier bestimmt versteckt daneben drin, in dem Schränkchen hier. So sah mir das da zumindest auf der Zeichnung da eben aus, ja. Huh. I don't remember that being there. Daran I can hear you out there. Please, please help me. It hurts. Oh, it hurts so much. I can't take it anymore. Why won't you help me? Oh, you're just like your father. You don't care about me. You probably wish I was dead. Oh, hab ich jetzt was verkehrt gemacht? Ich wusste doch selbst nicht, was ich tun sollte. Ich wollte eigentlich direkt immer hin zum Bett, ja? Die kriegen wir aufgezogen und... Na, lass mal los. Ach so. Nee, sonst passiert weiter nichts. Oder haben wir irgendwo noch eine Platte rumliegen? Vielleicht. Ja, dann hier eben drin gelegen. Das Frauchen. Aha, aha. Siehst du, das hatte ich gar nicht... So weit hatte ich, glaube ich, gar nicht gedacht gehabt. Mit der Bettlägerigkeit. Dass sie dann zum Pflegefall wurde. Mir war ja klar da irgendwie, dass sie doll arge Verbrennung eben hatte. Dass, ja, der Mann eben von ihr sie nur noch als Monster bezeichnet oder als Monster gesehen hat, ja. Oh Mann, ist das hart, ey. Ist das hart. So, aber hier drin, hier gibt es nichts mehr, ne? Da müssen wir wohl doch runter im Keller. Da muss man in Horrorspielen mindestens einmal drin rumkrauchen, in so einem Keller auch, ne? In guten Horrorspielen. Ah, nee, nee, nee. Ich habe immer noch Angst, dass es hier irgendwann mal richtig dolle knallt, ey. Mir ist schon wieder schummerig. Aha. So, hier hinten waren wir ja drinnen. Ja, da hatte ich ja noch erklärt gehabt, dass wir den übersehen hatten. Oder dass, besser gesagt, ich den übersehen hatte. Lass mir mal rein. Den Raum im Hauptspiel, den ich noch hätte gern mitgenommen hätte, würden wollen. Hätten, täten. So, gehen wir zuerst runter oder gehen wir zuerst ins Studio? Können wir denn ins Studio überhaupt rein? Ja. Da geht's hinein. Und waren wir in der Küche schon drinne überhaupt? Oder ist da verschütt gewesen? In der Küche, da kannst du auch rein. Da kannst du auch rein. Ja, dann fangen wir mal mit der Küche an oder mit dem Badezimmer. Waren wir da schon? Doch, hier waren wir doch schon, ne? Hier waren wir doch schon. Möchte sagen. Ach ja, ja, das war ja damit die Ratten und den Fliegen. Dann gehen wir mal ab in die Küche, würde ich sagen. Was war hier? Ach so, die Spülung. Die Spülung. You deserve it now.
das hatten wir ja auch schon gesehen gehabt. Auch hier unten mit den Totenköpfen daneben drin, ja. Nee, nee, nee. So, dann ab in die Küche zuerst, zuallererst mal. Wenn wir ja hier nicht schon drin gewesen sind. Oh, it reeks in here. Ja, kann ich mir vorstellen. Liegt ja auch ziemlich lange hier drinnen schon rum alles, glaube mal. Meine Herren. Haben wir hier noch ein Bildchen oder gar eine Erinnerung vielleicht? Na, vielleicht dann hinten. Da gibt es gleich wieder den nächsten großen Knall, glaube ich, da an einer Vorratskammer oder was auch immer da ist. Ne? Da kommen wir ja gleich hin. Wenn denn da eine Tür ist, ja, da ist eine Tür. Aber erstmal hier alles abschicken. Abschicken schon fast. Oh. Erinnerung. I swear, that dog doesn't shut up! What? Quit looking at me like that. That dog is there for a reason. All right. You can let him out. For now. Dort wurde der Hund eingesperrt. Dort drinne in der Kammer, im Kämmerchen. Jo, jo, und ich glaube, der Hund, der schien uns doch auch anzugehen, ne? In irgendeiner Erinnerung, jetzt in der letzten Aufnahme? Ich glaube schon. Da war doch was. Hier das Rattenbild noch dran. Ich glaube, im Hauptspiel klemmte doch hier das Rattenbildchen. Oder war das unten? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ich glaube, in der Ecke, da war das doch. Gut, dann gucken wir da mal rein. Da ist tatsächlich eine Ziegelwand vorgewesen. Weil wir hatten ja die Tür auch mal geöffnet gehabt im Hauptspiel und da kam ein Messer von hinten, glaube ich, angeflattert. Oh, da habe ich mir sowas voll erschrocken gehabt. Hier haben wir noch ein Bildchen. Das kleine Mädchen, das fleht um den Hund. Und da drinnen sind auch schon wieder Flammen in den Vorratskämmerchen. Ja. Ist doch nicht wahr. Das arme Hundilein musste dann hier drinnen verweilen. Aber warum haben sie denn hier dicht gemauert gehabt überhaupt? Oder warum sind hier überhaupt Steine noch extra drin, ja? Verbastelt. Gut, dann war das eben auch schon die Küche. Denke mal, wenn wir jetzt im Studio da hinten rumkramen, da kommt wieder ein bisschen was Längeres, oder? An Erinnerung. Weil da hat sie ja nicht wenig drin abgespielt im Studio selbst. Oder liegt wieder was? Ich glaube, das hatte ich aber auch schon mal mitgenommen gehabt. Das Teilchen hier. Oh, ich denke mal, ich krieg da unten Erfolg, aber das ist immer. Das sind immer die Kollegen, die zum Spielen bereit sind. Ah, Breed Dobermann. Mail. Ach, doch ein Dobermann. Ja, das hat man ja da in Erinnerung, glaube ich, auch gesehen. Bloß mir war das davor nicht klar gewesen. Was für eine Rasse denn das wäre? Von Hund. So, den kriegen wir auf. Ja, hier hatte ich aber auch schon reingeklupscht gehabt, glaube. Und ich glaube, hier wird sich nichts verändert haben. Inzwischen. Zwischen den Ereignissen, zwischen den Erinnerungen. Ich wundere, wann war das letzte Mal, dass dieses Ort Sonnenlicht gesehen hat? Warum du hier auch bei Nacht drin rumstreunern musst, das frage ich mich. Was steht da? Plastic tubing needed a jar. Mhm.
Interessant, interessant. Also hat sich das so tatsächlich abgespielt, dass er hier dann eben drin gesammelt hat? Wieso sollte er denn hier drin sammeln? Wenn das doch eh alles auf dem Bild gelandet ist. Was haben wir denn hier? Ach so, Farbe. Sah ihm aus wie so eine kleine Litfaßsäule. Ja. Mit irgendwelche Reklame drum oder sowas. Das ist Farbe. Kann ich hier noch was irgendwie triggern? Als Erklärung oder so? Nee, wa? Geht nicht. Selbst die Leinwand, die steht hier nicht mehr. Sehen wir hier vielleicht ein bisschen was. Außer ein spiegelndes Licht. Wie gruselig das auch aussieht. Das ist doch nicht wahr. Oh nein. Unten, da wird ganz schön geladen gerade. Jetzt darf ich was malen? Ist weiß umrum. Einmal gedreht kurz. Ein Pinsel habe ich und einen Stift habe ich. What are you doing? Ein Pferdchen. Und nun? Klickern geht nicht. Ja, ich denke mal, dann muss ich hier ein bisschen was erkunden. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier bloß los? Da ist ein Hübel, wie Manni Ludolf sagt. Und den kann ich sogar bewegen, glaube mal. Ja. Was? Was passiert hier? Man weiß es nicht. Man ahnt, aber da liegt noch ein Pinsel. Finally, are you ready to embrace true art? Na, wir probieren's mal. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they're wiser, have some stories to tell. Oh, jetzt bin ich wieder in einer anderen Umgebung gelandet. Wie lösen sich die Wände auf? Da liegt wieder ein Stift, ey. Und ich glaube, wenn ich den in der Hand nehme, das ist so ein Wachsstift, dann wird der Vater gnatzig. Und immer, wenn ich einen Pinsel in der Hand nehme, dann wurde er bisher glücklich. Also kam er bloß einmal vor bei beiden. Aber ich glaube, so war das. So. Pinsel rausnehmen? Aber schick gemacht, nach wie vor, ey, dass das Spiel nach wie vor immer noch ja so viel parat hält auch, ne? Oh, wir haben hier fliegende Kerzen. Das ist nicht schlecht. Das ist es echt nicht. Ich glaube, hier muss ich gar nicht so groß drin rumwühlen, in solchen Erinnerungen zumindest. Wenn wir da später zurück sind im Haus drin. Oh, das ist aber auch laut hier von der Atmosphäre. Da ist das dann schon wichtiger, glaube ich, die ganzen Bilder auch einzusacken. Glaube zumindest. Weil du die Hirnrinde nicht finden wirst? Na, weiß nicht genau, ob wir da überhaupt schon mal was gefunden haben. Mensch, der Hund, der scheint immer ziemlich dicht zu sein.
in solch Erinnerungen, solche Zeichnungen, kann ich gar nicht genau sagen, weil, ja, wie gesagt, die letzte Aufnahme, die liegt ja auch schon ein bisschen was wieder zurück. Ich glaube, ich habe gesehen gehabt, neulich mal, als ich da was auf Google Plus wieder gepostet hatte, dass der Eintrag, oh, hier haben wir noch Farbe, rot, blau, na, blau sind keine Bäume, rot. Mit Rot könntest du da schon mehr machen. Da könntest du zum Beispiel, was weiß ich, Äpfelchen ranmalen. Wusste! Hundi! Oh Mann, Mann, Mann. Obwohl der eigentlich regelrecht süß aussah. Also den hätten sie echt finsterer eben darstellen können, ja. Doppelt so groß. Mit richtig Fletschmaul oder so.